Was St. Moritz für die Skiläufer und Wimbledon für die Tennismeister bedeutet, das ist die Enns in der Steiermark für die Kajakfahrer. Zum ersten Male nach dem Kriege sah die Enns in diesem Jahre wieder ihren altgewohnten, lebhaften und spannenden Sportbetrieb. Es fängt ganz harmlos an, oberhalb Gstatterboden, wie eine Wochenendfahrt in romantischer Bergwelt. Dann aber wird es bewegter, es geht ins Gesäuse. Mit einem Male kocht das Wasser, sprudelt und schießt wild dahin in schmalen Felspässen und über tückische Hindernisse. Nur mit höchstem Können kann hier noch das Boot beherrscht werden. Haarscharf geht es oft an Felszacken vorbei, an denen das leichte Gummiboot zerschellen würde. Auch der beste Kajakfahrer ist nicht sicher vor dem Kentern. Jetzt heißt es, Kopf oben behalten. Eine Wildwasserfahrt auf der Enns ist die Meisterprüfung der Meisterpaddler.